Herzlich willkommen zur ersten Weihnachtsgeschichte hier auf Mabache TV. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Adventssonntag und ihr freut euch schon so wie ich auf diese Geschichte. Heute habe ich mir ausgesucht, ein Weihnachtswunder für drei. Nun, gehen wir rein ins Buch. So. Okay. Das Stachelschwein war piekfein, aber ganz allein. Nachts war es eiskalt. Der Wind pfiff durch seine Stachel. Niemand wollte sich an es kuscheln, um es zu wärmen. Wirklich niemand. Das war so gemein. Dabei hat er alles versucht, um Freunde zu finden. Doch alle quiekten wie am Spieß, sobald es näher kam. Selbst die Igel hatten abgewunken. Päh, wir lassen doch kein Schwein herein. Ziemlich gemein. Das Stachelschwein seufzte. Hätte es nur nicht diesen blöden Kamel geglaubt, das ihm ein großes Wunder angekündigt hatte. Wie lange sollte es noch darauf warten? Vor Kälte zitterte es so, dass seine Stacheln laut rasselten. Es musste schleunigst ins Warme. Aber wohin? Verzweifelt blickte sich das Stachelschwein um, als plötzlich ein heller Stern am Himmel aufging. Heller als alle anderen. Da wusste das Stachelschwein. Da muss ich hin. Und noch jemand sah in dieser Nacht den hellen Stern. Vor lauter Angst konnte der Angsthase kein Auge zumachen. Das war auch besser so, denn hinter ihm raschelte es unheimlich. Der Flunkerfuchs schoss dem Angsthasen durch den Kopf und sein Herz schlug so laut, dass der Fuchs bestimmt hörte. Und wirklich, im Dickicht spitzte jemand die roten Ohren. Denn ihm entging nichts, schon gar nicht ein kleiner Hase, der ganz alleine war. Der Flunkerfuchs leckte sich hungrig über das Maul. Schon setzte er zum Sprung an. Und jagte den Angsthasen kreuz und quer durch die Nacht. Doch bevor er sie ihn schnappen konnte, geschah etwas Unglaubliches. Ein Busch mit wild rasselnden Stacheln fauchte: Schäm dich! Und versperrte ihm den Weg. Der Flunkerfuchs war platt. Entsprechender Stachelbusch? Das glaubt mir keiner. Das wusste er genau. Stachelbusch, bei dir piekt's wohl. Ich bin's, schimpfte das Stachelschwein und zeigte auf den Stern. Weißt du nicht, dass gerade ein Wunder geschieht? Braten für alle? Fragte der Flunkerfuchs andächtig. Das Stachelschwein stöhnte. Wie konnte man nur immer ans Essen denken? Ihm war eiskalt. Psst, wisperte der Angsthase dem Stachelschwein ins Ohr. Leise, damit es niemand sonst hörte, schon gar nicht jemand mit scharfen Zähnen. Komm, wir beide folgen dem Stern. Ohne den da. Doch dem Flunkerfuchs entging nichts. Er sprang auf. Ich komm mit! Aber das Stachelschwein sagte: Nee, du darfst nicht mit. Da hob der Flunkerfuchs die Pfote. Ich schwöre, ich tu dem Angsthasen nichts, verkündete er mit knurrenden Nagel. So folgten sie zu dritt dem Stern, bis die Sonne aufging. Dem Stachelschwein fielen im Stehen die Augen zu. Müde kroch der Angsthase unter dessen Bauch und schlief sofort ein. Plötzlich packte jemand seine Ohren. Hilfe, lass los! Ich bin viel zu klein, schrie der Angsthase in höchster Not.
Der Stern führt dich zu etwas viel Größerem. Das Stachelschwein wachte auf und kochte vor Wut. Was soll das? Bei dir piekt's wohl. Du hast uns dein Wort gegeben. Er hatte was am Ohr, log der Flunkerfuchs. Als sich die drei wieder auf den Weg machten, marschierte der Fuchs verlegen voran. Aber bald wussten sie nicht mehr, wohin. Denn tagsüber war der helle Stern nicht am Himmel zu sehen. Stattdessen sah der Angsthase dort etwas anderes und erschrak zu Tode. Da zieht ein schlimmer Sturm heran, rief er. Schnell, wir suchen Schutz bei der Schafherde. Er flitzte voran. Geht's noch? Meckerte die Schafe und alle Hufe zeigten auf den Fuchs. Wir sind doch nicht blöd und nehmen den da in unsere Mitte. Der Sturm war so stark, dass er den Angsthasen packte und fortwehte. Der Flunkerfuchs konnte ihn gerade noch schnappen und festhalten. Seht ihr, schrie der Angsthase, er tut mir nichts. Euch wird er auch nichts tun. Blökend stimmten die Schafe zu. Nur das Stachelschwein durfte nicht herein. Ganz allein verkroch es sich im Heu. Dieses arme Stachelschwein. Endlich legte sich der Sturm und die drei marschierten wieder los. Bald erreichten sie eine Stadt. Vor den Toren spitzte der Flunkerfuchs die Ohren. Bethlehem nennen die Menschen sie. Der Angsthase wurde starr vor Angst. So viele Menschen, das bedeutet nichts als Ärger. Da waren sich ausnahmsweise alle einig. So wanderten sie über die Felder, als das Stachelschwein ein Lagerfeuer sah, wollte es unbedingt dorthin, um sich aufzuwärmen. Ohne uns! Muss das sein? Stöhnten Flunkerfuchs und Angsthase. Als Antwort klapperte das Stachelschwein mit den Zähnen und Stacheln. Das hörten auch die Hirten, die am Feuer lagerten. Hilfe! Eine Klapperschlange! Schrien sie. Nun war es dem Stachelschwein warm, aber wieder war es ganz allein. Dieses arme Stachelschwein. Als die drei im Morgengrauen endlich den Stall mit der Krippe erreichten, stand der Stern noch darüber. Doch der Ochse sagte bedauernd, Leute, ihr seid zu spät. Die heilige Familie ist schon weitergezogen. Na toll, das Kamel hatte recht, dachte das Stachelschwein. Und ich hab das Wunder verpasst. Der Angsthase ließ die Ohren hängen. Doch der Fuchs schnupperte und fand eine Fährte. Sie folgten der Spur, bis der Flunkerfuchs auf einer Anhöhe stehen blieb. Unter ihnen flackerte ein Lagerfeuer. Der Fuchs hob die Nase und witterte. Da sind sie! Ein eigenartiges Gefühl ergriff ihn, als er die Familie am Feuer sah. Hunger war es nicht. Die Frau hielt ein Baby im Arm. Ihr Mann legte eine Decke um sie. Sie sahen so müde und doch so glücklich aus. Wir würden nur stören, stellte das Stachelschwein fest. Die anderen beiden nickten. Keiner von ihnen traute sich näher, denn jeder schämte sich. Der Angsthase, weil er kein Geschenk für das Baby hatte. Das Stachelschwein, weil es so furchtbar unordentlich aussah. Und der Flunkerfuchs schämte sich all seiner hungrigen Taten. Doch Maria und Josef bemerkten die nächtlichen Besucher. Sie lächelten ihnen so freundlich zu, dass der Angsthase seine Angst vergaß. Er kam näher und wärmte das Baby in jener Nacht. Das Stachelschwein war nicht piekfein. Aber es erfreute die heilige Familie. Da wurde ihm ganz warm. Nur der Flunkerfuchs blieb alleine zurück. Niemand traut mir über den Weg, dachte er und senkte beschämt den Kopf. Zu Recht.
Immer hatte er getrickst und gelogen, um satt zu werden. Nein, er gehört nicht zur heiligen Familie. Als der Flunkerfuchs am nächsten Morgen aufwachte, spitzte er die Ohren. Unten am Lagerfeuer schliefen noch alle. Nur Maria packte bereits die wenigen Sachen zusammen. Wie zu sich selbst, sagte sie leise, wir haben einen langen und gefährlichen Weg vor uns. Unterwegs können wir wachsame Ohren und eine feine Spürnase gut gebrauchen. Der Flunkerfuchs sprang auf. Konnte das sein? Hatte sie etwa ihn damit gemeint? Aber er machte einen Schritt zurück. Den Menschen könnte man nicht trauen. Doch etwas war stärker als seine Angst. So lief er zu ihnen. Von diesem Tag an bewachte und beschützte der Flunkerfuchs die heilige Familie. Und das Stachelschwein? Das war seit jener Nacht nie mehr allein. Es bewohnte einen Bau zusammen mit Noel, so nannten alle neuerdings den Angsthasen, der die Geschichten vom allerersten Weihnachten wieder und wieder erzählen musste. Das Stachelschwein, und darauf legte es ganz großen Wert, ist seitdem stets piekfein. Nie wieder hat es so unordentlich ausgesehen wie in jener Nacht. Und das war ein Weihnachtswunder für drei. Ich freue mich, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wenn ihr den Kanal abonniert, könnt ihr nächste Woche wieder dabei sein, am 2. Advent mit einer neuen Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und lasst euch nicht zu viel stressen. Bis dahin, Baba.